Servus Leute und herzlich willkommen hier zur nächsten Setup-Vorführung und Streckenerklärung, diesmal aus Großbritannien, genauer aus Silverstone. Zum einen sollten wir darauf achten, dass wir eine ganz gute Kurvenstabilität mit dem Fahrzeug erzielen, denn hier gibt es sehr schnelle Links-Rechts-Kombinationen, natürlich aufeinanderfolgend, wo das wichtig ist. Natürlich ist auch das gute Verhältnis zwischen Abtrieb und Höchstgeschwindigkeit wichtig. Alles Weitere erkläre ich euch gleich einfach mal auf der Strecke, also bis gleich! Schon sind wir hier auf dieser wunderbaren Strecke und man streitet sich, ob diese hier 19 oder 20 Kurven hat, aber das sei uns in diesem Moment einfach mal egal. Ihr haltet euch hier schön links an den Randsteinen und beim Anlenken hier rechts die Randsteine nicht zu sehr mitnehmen. Jetzt auf Startziel und mit der Zufahrt auf die nächste Kurve. Diese könnt ihr mit Vollgas nehmen, sofern ihr einen guten Lenkeinschlag erwischt. Dazu in den sechsten Gang, wieder hier raus beschleunigen. Jetzt bremst ihr kurz nach dem 100 Meter Schild an, bis in den zweiten Gang hinunter. Hier könnt ihr gegebenenfalls im dritten Gang raus beschleunigen oder jetzt einfach weiter im zweiten Gang durch Arena fahren. Dazu hier rechts an die Randsteine halten und dann eine ganz gute Position zum Rausbeschleunigen erwischen in die erste DRS-Zone und mit der Zufahrt auf Brooklands. Dazu bei 75 Meter anbremsen, bis in den dritten Gang runterschalten und dann gegebenenfalls nochmal in den vierten Gang kurz und dann wieder anbremsen. Im dritten Gang fahren wir durch Loughfield. Hier möchte das Heck gerne mal wieder weg, also schön hinten auf das gute Stück achten. Jetzt fahren wir auf die ehemalige Stadt Zielgerade zu und auf die nächste Kurve, diese nennt sich Cops. Dazu bei 75 Metern nur vom Gas gehen, in den sechsten Gang runterschalten und zusehen, dass ihr hier nicht zu sehr nach links rausgetragen wird. Jetzt sehr interessant, die SS Maggots und Beckets, immer noch Vollgas im siebten Gang. Jetzt bremst ihr an, bis in den sechsten, fünften und vierten Gang runter. Jetzt schön hier bei 185 km/h bleiben und raus beschleunigen auf die nächste DRS-Zone mit der besten Überholmöglichkeit. Und jetzt achtet ihr hier, bremst ungefähr bei 75, fast schon bei 50 Metern an. Bis in den vierten Gang runter, haltet euch wieder schön bei 190 km/h, dann raus beschleunigen, auch wenn es hier etwas schief geht. Jetzt fahren wir auf das letzte Stück wieder zu, ungefähr bei 100 Metern anbremsen, bis in den zweiten Gang. Jetzt, ihr wisst es schon, hier schön an die Randsteine halten, gut raus beschleunigen und dann sind wir schon wieder auf Startziel und das auf dem Silverstone Circuit. Das war's also mal wieder. Lasst mir noch eine Bewertung da, somit könnt ihr mich unterstützen und ich sehe auf den ersten Blick, wie euch das Video gefallen oder weitergeholfen hat. Gerne könnt ihr auch noch einen Kommentar da lassen, um mögliche Fragen loszuwerden. Dann hoffe ich, dass wir uns einfach zu einem anderen Video wiedersehen, vielleicht zur nächsten Setup-Vorführung und Streckenerklärung, dann aus Deutschland. Und bis dahin hoffe ich, dass ihr hier einfach eine gute Rundenzeit im Home of British Motorsports erzielt. Bis dahin, euer 96 und keep racing!